Dinge rauschen auch nicht so wirklich tief, ne? Kann das sein? Wenn es hier runterfällt, dann fällt es ganz bis da unten. Okay. Tja, verstehe ich nicht so ganz. Es fällt halt, glaube ich, einfach nicht tief genug darunter. Ah, ich weiß auch nicht genau, wie das gehen soll sonst. Haha. Ich weiß, dass zumindest die Taktik im Groben stimmt. Aber ich weiß ja nicht, ob der Moment so entscheidend ist, indem man da das runterfallen lässt. Theoretisch hat es da voll drauf getroffen. Na, ein bisschen schneller, Lara. Ja, klappt super. Ha, ich hätte noch mal ein bisschen rumprobieren müssen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich an meiner Spielweise jetzt liegt oder ob die Steam-Version so ein bisschen eigensinnig ist oder ob das Spiel da einfach an der Stelle so ein bisschen schlimm ist. Kann ich gerade echt nicht sagen. Aber die Geduld ist doch eher begrenzt gerade. Weil das Spiel zumindest in diesem Level sich einiges erlaubt hat jetzt hier. Das ist ein bisschen uncool. Probieren wir ein bisschen rum. Ah, so läuft das hier. Halt, Waffe Lara, Lara die Waffe weg. Wir müssen das Ding erstmal anziehen von Geräuschen. Aha. Okay, auch interessant. Dann passt das zumindest von der Position her, aber es ist trotzdem sehr, sehr seltsam hier. Dass das, ich hätte das jetzt nicht als Locke irgendwie oder als klingendes irgendwas vermutet. Ich habe jetzt einfach mal wild eine halbe Minute auf den Gegner drauf geschossen. Hat nicht so ganz funktioniert, aber man sieht's ja. Und jetzt, Lara, Waffe weg bitte. Halt, och nö. Das war etwas uncool. Na, komm, Lara. Check die Waffe weg bitte. Ah, auf welche Taste ist denn das bitte? Warum macht sie das nicht so schnell? Ich muss mal ganz kurz die Taste umlegen hier. Steuerung. Wir machen uns das mal einfach. Was haben wir denn hier? Manuell zielen? Nein. Aha. Aha, Waffenwechsel. Hätte ich gar nicht mal so gerne. Ich hätte gern, dass sie die Waffe mal wegsteckt. Gibt es hier keine Taste für? Okay, gibt's halt nicht. Ja, klappt super. Ich probiere noch mal ein bisschen weiter hier, ne? Dass das hier mal ein bisschen läuft. Zumindest ist die Taktik jetzt ein bisschen klarer, ein bisschen eindeutiger. Trotzdem ist ein Medipack halt ein bisschen sehr wenig. Beziehungsweise, ich habe eigentlich überhaupt kein Medipack. Einmal Leben voll halt, ne? Ihr wisst schon. Dass die viel muss sich dafür interessieren, dass die Geräusche sind. Na. Alter, hau rein hier. Och, Lara, ich hab. Bitte, Enterhaken. Hier, mach deinen ollen Haken. Aua. Falsches Timing. So, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, dass mit dem Waffen wegstecken ist auf Ziel erfassen, auf Dingens. Und jetzt geht das auch hier. Es wurde aber auch mal Zeit. Na, und natürlich hat es auch genug, genau das hier. Wie möge sich bitte dafür interessieren? Ja, das wäre ganz nett. Hallo, Randale. Wegstecken bitte. Und runter. Ach, endlich. So, so geht es jetzt weiter hier. Das wäre ganz schön. Am besten mit Überleben, das wäre ganz cool. Hätte, glaube ich, große Vorteile. Ja. So, du Biest. Ach, mach den Haken. Ach, nein. Manchmal schwingt sie den Haken einfach nicht ernsthaft. Das ist ein bisschen doof. Das stört doch dezent. Na komm, komm hier nochmal raus. Ja, aua. Das geht gerade mal nicht. Machen wir gleich.
Hallo, was interessiert dich dafür? So, jetzt aber. Da siehst du, ich habe nur kein Leben mehr. Wenn wir das jetzt noch perfekt machen, dann wäre es natürlich ganz fantastisch. Aber ich gehe da mal nicht von aus. Nops, null Leben. Das ist halt eher doof. Autsch. Nee, 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 nee. Nicht angreifen mich jetzt hier. Och nein. Ganz knapp nicht. Ich muss jetzt erstmal warten, bis es wieder hochgezogen ist hinten. Okay, der geht gar nicht nach hinten. Der bleibt da an der Seite, wo er ist. Auch interessant. Nicht ins Wasser. Och nein. Okay, neuer Versuch. So, haben wir das jetzt wieder. Ich meine, an sich fand ich das Level echt ganz gut. Rein von der Idee her, dass man sich da so viel durchbewegt, mit dem Gabelstapler da rumhantiert, solchen ganzen Krams macht. Es hatte nur ein paar Schwachstellen. Nennen wir es mal so. Das war ein bisschen schade. Beziehungsweise so ein paar eigensinnige Stellen. Na. Ja, jetzt geht's aber. Na, 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 na. Halt, halt, halt. Das war so ganz, ganz knappes Timing hier. Das ist aber kein Problem. Ich hätte es ja schon mal ein bisschen hochgeschaukelt hier. Naja. Das ist halt ganz so, dass sie dann in dem Moment nachlädt. Waffe wegstecken, Haken ran und Bams. Mhm. Dezent kaputt gemacht. Ich hoffe, dass ich nicht ins Wasser springe. Autsch. Natürlich erstmal voll fett Schaden hier reingedengelt. Und. Ja. Einen noch, bitte. Ohne, dass ich Schaden erleide. Das wäre ganz nett. Ansonsten bin ich gleich tot. Waffe weg. Haken. Haken. Oh ja. Plötzlich hat es keinen Bock mehr. Ach, müssen wir jetzt auf der Leiter, auf der Leiche rumlaufen, ist auch schön. Wehe, jetzt stirbt man hier nochmal weiter. Ich kann auch immer nicht in die Richtung. Schade eigentlich. Warte mal, ist jetzt noch irgendwas versteckt irgendwo? Das wäre gemein, wenn jetzt hier irgendwo das goldene Ding versteckt wäre. Aber ich glaube nicht. Ich meine nicht. Das wäre ein bisschen sehr gemein. Zumindest wäre es dann versteckt. Wenn es halt nicht so ganz so offensichtlich wäre. Ja, erstmal schön auf der Leiche rumlaufen hier. Fantastisch. Genau so gehört sich das. Ja, sieht man hier noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Sollte eigentlich gleich... Ach, wir sind noch nicht am Ende hier. Immerhin ein Checkpoint. Das ist jetzt hier unten irgendwas gewesen. Kann ja auch immer mal sein, ne? Dass da irgendwelche, was weiß ich, was für komische Sachen sind. Dass man hier umdrehen muss und dann nochmal irgendwo anders hinschwingen muss, damit man zu bestimmten Sachen hinkommt. Aber offenbar nicht. Ja. Genau so macht man das. Kriegt er? Ach, es lebt noch. Hä, ist ein anderes. Es muss ein anderes sein. Ja. Da ist noch ein Symbol. Da ist noch ein Kreuz. Haha. Moment, komm mal dran. Trotzdem so ein Ticken Leben mehr vielleicht. Ich dachte, das Level wäre zu Ende, aber offenbar nicht. Na gut, raus müssen wir auch, ne? Aber mal davon abgesehen. Ja, total toll. Hä? Moment.
ist nix. Ist ja schön, dass ich das da kaputt gemacht habe. Aber. Ach. So. Hä? Das zählt das jetzt als. Okay, das zählt als Schwingseil. Ich werde hier mal runterfallen. Ja, ganz wunderbar. Nichtsdestotrotz, also es war jetzt nicht versteckt, ne? Aber es war halt zumindest. Man muss einen Umweg gehen, damit man da hinkommt. Das ist, glaube ich, hier. Das ist bei den silbernen Teilen, bei den bronzenen Teilen eher der Fall, dass man da nicht unbedingt wirklich viel suchen muss, aber dass man zumindest einen gewissen Umweg zu machen hat. Das ist der eigentliche Teil dabei. Zack. Aha. Hier gibt es jetzt alle 3 cm einen Checkpoint. Das ist auch schön. Noch einmal was gewesen? Hallöchen. Ich fühle mich geblendet von dir. Müssen wir jetzt ganz zurück hier? Und das stürzt das Spiel ab. Fantastisch. So, machen wir hier weiter. Schön. Wieder mit anderer Grafik. Ist aber kein Problem. So, schauen wir mal, was da unten noch so ist. Wenn er schon also abstürzen möchte hier. Warum auch immer. Das sieht echt anders aus. Aha, noch ein Hebelchen. Ach, plötzlich haben wir Gegner. Fantastisch. Hi. Ach so, wir sind wieder hier. Ich verstehe. Aha, haben wir den schon gehebelt gehabt damals? Ach, wir haben das Feuer angemacht. Ganz toll. Ich hoffe nur für die ganze Zeit. War das nicht ganz schlau von mir? Kann man das auch wieder ausmachen, bitte? Das stört doch ganz dezent. Ja, die Animation stimmt manchmal nicht so ganz. Möchte ich da noch mal kurz anmerken. Ah, ich weiß noch was jetzt. Aha, genau. Jetzt kommt dann nämlich der Teil, dass wir da oben lang müssen. Das hätte ich ja schon angedroht gehabt. Na komm, triff. Hallo? Magst du darauf gehen, bitte? Ja, siehste. Jetzt kommt der Deckwart. Ich glaube nicht, dass man. Na, kann man da hoch? Bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht müssen wir doch auf der Seite da hoch. Ich weiß es nicht genau. Ich dachte, hier wären wir jetzt auch schon mal gewesen. Achso, stimmt. Hier kommen wir auf die andere Seite. Stimmt, ja. Ha. Haben wir da jetzt irgendwas von? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob das irgendeinen Effekt gehabt hat. Was? Ach. Was? Schießt denn einfach mal durch. Ey, kann ich. Na. Ja, ja. Nicht, dass jetzt hier wieder diese nervige Feuerstelle kommt. Wenn auch in leicht abgewandelter Form. Das wäre sehr, 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 sehr doof. Wir haben zwar 2 von den Teilen hier, aber. Ach, da stirbt gerade jemand. Ist auch gut. Naja, wir müssen mal gucken. Ich hoffe mal, dass es ein bisschen entschärft. Man sieht ja, dass es ein bisschen entschärft ist, aber trotzdem. Ich hätte wahrscheinlich auch ohne Checkpoint hier das machen können, ne? So. Rüber. Wunderbar. Kein Checkpoint? Nein. Natürlich, natürlich. Puh. Hätte ich da jetzt wieder die Kiste mitnehmen sollen? Oder was? Ja, ist ja toll. Machen wir es halt langsam mit Kiste und allem. Ja, ja, lass los, Lara. Also rein von der Idee finde ich das Level super. Und vom Setting her. Aber meine Güte, manche von den Dingern sind ein bisschen sehr, sehr klumpig jetzt hier. Das ist ein sehr uncool stellenweise. Na, wo ist er? Ja. Stirb. Oh, so. Das trifft wenigstens. Ein paar Sachen sind echt ein bisschen sehr, sehr komisch. Beziehungsweise nicht sehr komfortabel. Also rein, wenn ich gestorben bin in dem Spiel, muss ich auch mal anmerken, war das doch in erster Linie wegen irgendwelcher Fallen und nicht wegen irgendwelcher Gegner. Bin ich mal an irgendeiner Stelle bei einem Gegner gestorben bisher? Ich
bin mir gerade nicht ganz sicher. In erster Linie doch, weil da irgendwelche Jump'n'Run-Geschichten nicht so ganz funktioniert haben. Oder nicht so vorgestellt nicht so funktioniert haben, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, ich suche Ausreden. Das Spiel ist schuld. Natürlich ist das Spiel schuld. Ist es das nicht immer? Sind wir so ehrlich. Wie, das geht jetzt nicht. Aha. Und laufen und springen. Ah, es hat sogar ohne Hechtrolle funktioniert. Wahnsinn. Checkpoint vielleicht. Kleines Checkpointchen. So, Wese kommt da jetzt nicht rüber. Dann kündige ich. So. Also, müssen wir ganz wirklich nach oben hier. Mit den Türen bin ich mir noch nicht so ganz sicher hier. Ja, toll. Steht der extra da? Mit den Türen. Ich meine, dass ich damals sogar schon wusste, was. Oder dass ich mal wusste, was das damit auf sich hat. Ach so. Ah. Ja, okay. Man kann da reinschieben hier. Warte mal, wo war denn die erste Tür dann? Da habe ich jetzt gerade mal nicht mehr die Ahnung. Warte mal, kann man die so weit reinschieben, dass sie komplett reingeschoben bleiben? Oder wie ist das? Sie einrasten? Nops. Die Zeit reicht lange nicht aus, um da irgendwas zu machen. Um da irgendwie irgendwo hinzukommen. Ich meine, dass man damit, also man kann damit was machen. Ne? Wir haben ja die 2 schon gesehen. Ich weiß nicht, wo die 1 gewesen war. Kann ich gerade mal nicht sagen. Wahrscheinlich tendenziell eher, was? Eher zur anderen Richtung hin. Ach, guck mal. Was sind jetzt hier noch? Aha. Ach so. Ah, okay. Ich dachte gerade, wir können das da rausholen, aber anscheinend nicht. Ich glaube fast, dass mit den Türen das mit dem goldenen Ding zu tun hat. Ich wüsste halt nur gerne, wo die 1 ist. Beziehungsweise ich müsste halt ganz normal zurück, aber das will ich jetzt gerade mal nicht. Oh, ein kleines Hündchen. Ist sie nicht niedlich? Ist sie nicht tot? Ja gut, den Rückweg hätte man sich meinetwegen sparen können. Mit dem Ballern hier, das ist zwar nett, aber das ist jetzt keine Herausforderung. Dadurch, dass man die ganzen Sachen nochmal sieht, wird es auch nicht unbedingt aufregender. Aber gut, so, das gehört halt zum Spiel. Wahrscheinlich das, die Quotenballerei musste einfach mal her. Hi. Und gewürms. Können wir mal die Waffe nehmen vielleicht? Eine kleine MP. Ach, natürlich. Granatchen zwischendurch. Kommt immer gut. Das würde ich gerne mal bei denen machen hier. Au, wunderbar. Einfach mal reingerutscht. Ja, herrlich. Das geht. Haben wir ein paar Schüsschen mehr für. Ja. Schön. Ach, natürlich sind da noch ein paar mehr. Rutschen. Man muss halt auf die zu rutschen, dann funktioniert das. Man, die so lustig umhauen hier. Ich finde das gerade mal gut. Was ist los? Alles bestens. Hallo Freunde. Hey Lara, was ist? Haben Sie euch die Kreditkarten geklaut? Wir rufen morgen die Bank an. Alles da? Okay, alles okay. Ich bin sowas nur nicht gewöhnt. Lasst uns verschwinden.
Okay, hooray. Wir haben auch alles hier schön. Pistolen-Upgrades nochmal weiter freigeschaltet. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, in welchem Umfang die überhaupt funktionieren. Muss ich gerade mal feststellen. Kann ich gerade mal nicht sagen hier. Ja. Ganz wunderbar. Ich mache das nächste Mal hier weiter in Nepal anscheinend. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Tomb Raider Legend. Bis dahin. Tschüss.